Brush your teeth for 3 minutes. 3 Minuten. Heute lesen wir jetzt noch ein Buch, das heißt 4 Schwestern gegen den Rest der Welt. 4 Sisters Against the World. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr ja wisst, sind Corona-Ferien und unsere Schule ist zu. Das heißt, wir haben viel Stoff von unserer Schule bekommen. Und wir wollen es nicht alles auf den letzten Drücker aufheben. Und wir wollen nicht am Anfang gleich faul werden, sondern wir versuchen, unseren ganz normalen Schulalltag nachzuverfolgen. Und haben auch zwischendurch immer Pausen. Das ist unlustig. Habt ihr vielleicht eh auch schon in meiner Insta-Story gesehen. Auf jeden Fall wäre heute das Fach Englisch dran gewesen. Also was heißt gewesen? Es ist heute Englisch dran. Und deswegen schaut mal raus. Es ist schon dunkel, da wir sehr viel gelernt haben. Und ihr wisst, was das heißt. Eine Abendroutine auf Englisch. Woo! Aber ich kann noch nicht so gut Englisch. Doch, ein paar Wörter kannst du doch schon, oder? Was heißt Zahn? Teeth? Teeth sind Zähne, yeah. Aber Tooth. Was heißt Waschbecken? Keine Ahnung. Ja, das haben wir auch erst gelernt. Sink heißt es. Aber so ein paar Sachen wisst ihr über das heutige Video lernen und ihr hoffentlich auch. Und deswegen würde ich jetzt sagen, in English. Hello guys and welcome back to my channel. Today we make a evening routine because the coronavirus is outside and we are in quarantine. So we need to stay at home. Let's go. Hey, hey. The first thing we do is to get rid of some energy because, yes, we're full of energy and let's dance. Was hast du da gesagt? Ich habe gesagt, das erste, was wir machen werden, ist ein bisschen energielos werden. Get rid of something. Get rid. Get rid of energy. Get rid. Get rid, genau. Ein bisschen energielos werden und deswegen tanzen wir jetzt. Woo! Get rid of something. Woo! Bruder. Ja, ist unser kleiner Bruder. Der hat schon seine ganze Energie verloren. Our little brother. He lost all his energy. Aber wir noch nicht. Deswegen müssen wir jetzt tanzen. Wollen wir zuerst noch alles durchgehen? Ja, ich verbinde ohne Musik? Nein. Okay, also wir gehen rein. Also. Go in, slowly. Und dann, there is a war inside my head. Mhm. Dann gehen wir so im Kreis. Broken. Ja, warte, ich muss weiter nach vorne so. Und dann, check it, check. Nein, anders war. Yes, other leg. So, then, stand up please. Then toe, and then go back, and then whew. Then one part of this here, woo, and then crazy, crazy. Thank you.
ganz schön anstrengend. Was heißt eigentlich anstrengend? Exhausting, very, also sehr anstrengend. Also exhausting heißt anstrengend und very heißt sehr. Also very exhausting, sehr anstrengend. Okay. Wusch. Sing. The next thing is Suki. Bibi. Schau mal her. Schau mal her. Da komm rauf. Da komm rauf. To feed our cat twice a day. Ja, komm her. Was heißt eigentlich twice? Twice, das heißt zweimal. Twice. Twice, zweimal. Okay. Ganz schön kalt hier. Ja, mein Baby, wohin gehst du? Hier, ja, mein Baby. Ja, ich glaube, du magst es nicht so, wenn man dir beim Essen zusieht. Hast du keine Lust? Ja. Wir gehen wieder rein, wir lassen ihn in Ruhe essen. Bye bye, good night. Next station, nächste Station, Bathroom, Badezimmer. Sometimes we take a shower. Sometimes, also manchmal nehmen wir eine Dusche. Mm-hmm. And wash our hair. Waschen unsere Haare. And always we brush our teeth and wash our faces. Also Zähne putzen. Genau. Und Gesicht waschen. Ja, our faces. Wash. Wash heißt waschen. Our heißt unsere und faces heißt Gesicht. So, und teeth heißt Zahn und brush heißt Zahnbürste? Bürsten halt, ja eben. Zahn. Genau, ihr wisst, was ich meine. In our last Corona routine, we showed you how to wash your hands correctly. So, for you. Me. Alle meine Finger müssen sauber sein, müssen sauber sein. Nimm noch etwas Seife, dann werden sie ganz rein. Alle meine Finger müssen sauber sein, müssen sauber sein. Nimm noch etwas Seife, dann werden sie ganz rein. Alle meine Finger müssen sauber sein, müssen sauber sein. Nimm noch etwas Seife, dann werden sie ganz rein. We sing this song 3 times, because the song is exactly 10 seconds long. Also der Song ist genau 10 Sekunden lang. So you need to wash your hands 30 seconds. And if you sing this song 3 times, you have 30 seconds. Once, twice, 3 times. Was hast du gesagt? Once heißt einmal, twice heißt zweimal und 3 heißt dreimal. Also 3 mal den Song singen. Sing the song 3 times. Sing the song. Song. 3 times. Right. At next, we wash our faces. 1 face, 2 faces. Was heißt eigentlich Handtuch? Towel. Handtuch ist Towel. Towel. Genau. Towel. Towel. Genau. Und Waschbecken heißt Sink.
sinken. Das merke ich mir irgendwie mit sinken, weil wenn man ja das Wasser anmacht, dann sinkt das ja so im Waschbecken. Und dann. Also wenn man es ausmacht. Genau. Ich auch so. Ich muss jetzt noch etwas Spezielles machen, was die Arme nicht machen muss. I need to do something special. I need to brush my brackets. Oh, I need to clean my brackets. Brackets heißt Zahnspange. Genau, so Klammer halt eben. Und clean heißt sauber machen. Und special heißt besonders. Und I need to, ich muss oder ich brauche. Ich muss meine Zahnspange besonders sauber machen. Genau, ich muss meine. I need to clean my brackets. So, I do this with this little brush thing. I don't know how we call this. Yes. I need to put it in the spaces of the brackets. So it looks like this. So up, down, on the sides and on the bottom and on the top. Das heißt, on the sides heißt auf den Seiten. Oben heißt bottom und unten heißt bottom und oben heißt top. Yes. Und das macht ihr halt mit Wasser. Yes. Tut das weh? It doesn't hurt. Es tut nicht weh. So, now my bracket is clean. No, my brackets are clean. Weil ich habe ja oben und unten eine Bracket. Eine Zahnspange. Irgend unten. Nee. Last step, brush our teeth. So. Brush your teeth for 3 minutes. 3 Minuten. Only 2 minutes. No, 3. In den heutigen Zeiten, wie in den Coronavirus-Zeiten, ist es wirklich besonders wichtig, dass man auf seine Zähne achtet, denn man kann ja nicht zum Arzt gehen. Und da muss man ganz genau auf seine Zähne achten. So, now we are done. Jetzt sind wir fertig. Du bist wie ein alter Opi hier. Lass meine Haut an. Ganz weich. Wie Babyhaut. Ich muss die Records aufräumen. Clean up. Make your preparations for tomorrow. Was? Mach deine Vorbereitungen für morgen. Preparation heißt Vorbereitung. Das kennst du auch aus Ballett. Préparation. Vorbereitung. Warte, wie das? Und dann ein Bein. Zweites Bein. Preparation. Vorbereitung. Hast du? Ja. Okay. Ist dein Handy ausgeschaltet? Warte. Handy ausschalten. Turn off my phone. Ich schalte es aus. In English, please. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. In English, please. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. I said in English, please. Das hier habe ich gefunden. Schalt's einfach aus. Thank you. Ah. Jetzt. Yes.
So, alle okay. Lichter ausschalten. Den Baum lasse ich an, dann habe ich immer noch was Helles in meinem Zimmer. Hey, warum schläfst du eigentlich halt bei mir? Weil du gestern bei mir geschlafen hast. Hey, nein, nicht gestern. Dann vorgestern. Ja. Irgendwann hast du schon bei mir jetzt geschlafen. Okay. Heute lesen wir jetzt noch ein Buch, das heißt Vier Schwestern gegen den Rest der Welt. Four Sisters Against the World. Julia, kein Englisch mehr. Ja, okay. Jetzt nur noch Deutsch. Okay, Deutsch. Also das ist jetzt auch ein deutsches Buch. Okay, und warte, das haben wir gekriegt von der lieben Jenny. Da steht auch eine Widmung drinnen für Ili und Arwen. Ich bin ein großer Fan Jenny Dietrich. Die Jenny hat auch das Buch geschrieben. Im Buch geht es um vier Schwestern und die heißen Georgie, Lou, Annie and Poops oder Pups. Man weiß nicht. Und wir sind ja auch drei Schwestern, die Aria und ich. Und das passt ganz gut eigentlich. Ich glaube, ich wäre am ersten diese hier. Weil da steht auch, ist 13 Jahre älteste von den vier Schwestern. Ich bin auch die älteste von euch dreien und bin auch 13 Jahre alt. Ich wäre eher die da. Lou ist ein paar Minuten jünger als Georgie. Ah, das sind Zwillingsschwestern. Ist die wildeste der vier Schwestern. Und diese Georgie ist eine Kombination von uns allen drei. Ist die wildeste der vier. Und das ist die Aria. Genau. Die ist, nicht 2 Jahre alt, aber... Unsere ist ein bisschen jünger. Und heißt eigentlich Billy. Ah, Billy heißt sie. Sie lernt gerade zu sprechen. Und liebt Steine zu sammeln. Ja. Jetzt kuscheln wir uns hier zusammen ins Bettchen und lesen noch ein wenig. Dreierpolster, 1, 2, 3. Okay. Warte, lesen wir noch die Charaktere durch. Georgie ist die wildeste. Und falls ihr das noch nicht wisst, hinten auf Büchern steht immer so ein kleiner Text. Da steht immer so ein bisschen drinnen, worum es in dem Buch geht. Hier steht, die Familie hatte geschworen, das Geheimnis nie zu verraten und daran hielten sie sich auch. Alle. Die Schwestern Georgie, Lou, Annie und Pups oder Poops. Oder, wie heißt sie nochmal? Oder wie heißt sie? Billy lieben den Sommer. Endlich gibt es wieder Zitronen-Rosmarin-Eis. Mm. Okay. Übernachtungen in der Scheune und Feldpicknicks. Oh, das stelle ich mir gerade richtig schön vor. Nach der Heuernte. Aber in diesem Jahr hat Papa Mitch eine Aushilfe eingestellt. Alfred. Und der stellt so verdächtig komische Fragen, dass sie ihn genauestens beobachten müssen. Besonders, als das geheime Familienrezept in Gefahr gerät. Ein Schwesternabenteuer auf dem schönsten Hof der Welt. Das klingt doch schon ganz schön. Ich stelle mir das gerade richtig schön vor. Georgina konnte 1 Minute und 5 Sekunden lang die Luft anhalten. Ihre Schwester Lou sogar 5 Sekunden länger. Also das heißt 1 Minute und 10 Sekunden. Doch nur eine Sekunde brachte die dicke, fette Ratte, um zu merken, dass der stinkende Köder eine Falle war. Einem Satz im Gebüsch verschwunden. Georgie schrillt laut auf. Verflixtes Fuchs.